Hey Leute, ich bin's Lina und das hier sind meine Top 5 unangenehmsten Momente im Zug. Mit mir auf Zugreisen. Es ist immer ein Spaß. Ich nehme mal was, was vielleicht noch nicht so häufig Leuten passiert ist. Und zwar war ich ein bisschen im Stress, es kommt häufiger bei mir vor. Und ich war auf dem Weg, ich wollte meinen Freund besuchen in Italien. Und bin dann in München, glaube ich, in so einen Zug eingestiegen, der dann durch Österreich nach Italien fahren sollte. Und hatte so einen schweren Koffer dabei und hatte Turnschuhe an. Mir ist es dann auch mal sehr unangenehm, nach Hilfe zu fragen. Deswegen dachte ich so, ich habe meinen Kaffee in der Hand, ich habe mein Brötchen. Ich krieg den Koffer auch noch irgendwie rein. Habe ich auch. Nur habe ich leider beim Reinheben meinen Schuh verloren. Und mir ist einfach mein Schuh unter den Zug gefallen. Und es war so unfassbar unangenehm, weil ich hatte dann ja nur noch einen Schuh. Und ich war auf dem Weg nach Italien. Und ich dachte mir so, okay, wenn es jetzt ein Hund unterm Zug wäre oder so, dann würde man ja natürlich irgendwie Leute anhalten und bitten, dass sie einem helfen können und da runterkrabbeln können. Bei einem Schuh, ich glaube eher nicht. Und deswegen bin ich dann einfach so mega peinlich durchs Abteil gelaufen, hatte nur einen Schuh an, war halt halb am Heulen, war voll aufgelöst und dachte mir so, geil. Turns out, das ist das Lustige an der Geschichte, dann habe ich eine Freundin angerufen, die in München wohnt. Und ich war so, oh mein Gott, Nicola, mein Schuh liegt im Gleisbett von Gleis 11. Bitte hol ihn mir wieder. Und es war so geil. Eine Woche später ruft sie mich an. Sie so, ja, ich habe deinen Turnschuh. Wenn man auf einmal fremde Leute babysittet. Ich bin nicht ganz so gut im Nein sagen. Und ich mag auch kleine Kinder, so bis 4. Ab 4 habe ich dann so kleine Geduldsprobleme. Und ich weiß nicht so ganz, wie ich mich mit denen beschäftigen soll. Aber naja. Und dann saß ich so nachts auf dem Weg von Frankfurt nach Berlin, glaube ich. Und ich war mega müde. Und neben mir war aber so eine Family. Und die hatte mehrere Kinder. Und ein kleines Kind auch. Ein Mädchen. Und das Mädchen hat immer zu mir rüber geguckt. Und hat mir dann irgendwann so ihr Spielzeug gezeigt. Und dann habe ich halt ein bisschen mit ihr gespielt. Ja, und dann habe ich den Bogen nicht mehr gekriegt. Und konnte nicht sagen, dass ich jetzt mal schlafen muss. Und habe halt einfach 4 Stunden dieses Kind unterhalten. Es war sehr süß, aber auch sehr anstrengend. Was mir andauernd passiert im Zug und es ist super unangenehm, weil ich eigentlich, ich bin sehr konfliktscheu und deswegen finde ich diese Momente grausam. Aber es passiert mir dann doch häufiger, dass ich kein Ticket habe, aus welchem Grund auch immer. Ich denke mir, mir hat es vielleicht jemand gebucht, vielleicht wurde sogar das Falsche gebucht oder ich denke mir, ja, ich buche das schnell noch am Bahnhof. Und dann fällt es mir meistens auch erst auf, wenn der Schaffner schon sagt, Fahrkartenkontrolle. Und es ist mir genau heute passiert und ich war so, oh mein Gott. Und dann ist mein Herz auch so stehen geblieben, weil wenn er dann kommen würde und ich würde Ärger bekommen, das würde ich halt nicht aushalten. Naja, und deswegen, ich habe ja zum Glück diese App und kann mir dann schnell eins ziehen, aber manchmal funktioniert das ja nicht so schnell, wenn das Internet nicht so läuft oder die Karte nicht hinterlegt ist oder PayPal nicht funktionieren will, whatever. Und dann hatte ich mal eine Situation, das war so knapp, er stand schon an meinem Tisch und er hat schon die Frau gegenüber von mir kontrolliert und mir ist erst aufgefallen, ich habe kein Ticket. Und dann hatte die Frau auch keins. Und sie hat richtig Ärger bekommen und dann musste sie so ihre Personalien angeben und alles. Und ich habe in der Zeit, in der sie Ärger bekommen hat, habe ich mir noch ein Ticket buchen können. Das passiert mir leider sehr häufig. Es ist super unangenehm. Macht es nicht, bucht euch vorher ein Ticket. Ein Moment, der eher im Nachhinein unangenehm ist. Und zwar, wenn man zum Beispiel auf so einer langen Reise nach München ist oder so für mich, dann setzt man sich so, ja meistens, ich weiß nicht, ob das andere auch machen oder ob ich einfach weird bin, aber neben Leute, wo man denkt, das könnten gute 6 Stunden werden. Ich bin dann immer so, ich gucke so ein bisschen und denke mir so, ja okay, vielleicht ist das okay. Ich kann einfach 6 Stunden Musik hören, lesen oder wie auch immer. Und dann war ich mal vor einem Jahr jetzt, glaube ich, auf dem Weg nach München und hatte dann tatsächlich mega random 6 Stunden den ultra krassen Deep Talk mit einem Menschen, den ich vorher nicht kannte. Grüße an dich, Christian, glaube ich. Es war eine wirklich schöne Unterhaltung und es ist auch alles cool, ne? Aber hinterher ist man ja dann doch so, oh fuck, ich glaube, ich habe zu viel erzählt. Ich glaube, das ist mega unangenehm. Ich glaube, es ist mir so peinlich. Ich habe bestimmt noch tagelang meinen Freund gefragt, ob das jetzt nicht wirklich einfach vielleicht komisch ist, dass ich das gemacht habe. Ob man fremden Leuten so viel erzählen sollte. Was ist, wenn der doch komisch ist? Und mir sind so ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Aber der war nicht komisch. Und es ist ja eigentlich total schön, weil meistens fällt es einem tatsächlich auch leichter, fremden Menschen von gewissen Dingen zu erzählen. Mein top unangenehmer Moment aus der letzten Zeit ist für mich folgender. Wie gesagt, ich gucke ja auch immer so ein bisschen das Abteil durch und so. Und bei mir sind auch irgendwie immer jegliche Alarmglocken an, weil ich finde Zugfahren, ich finde eigentlich alles gruselig. Und dann ganz viele fremde Menschen finde ich auch schwierig. Dann sitze ich da so und wir waren auf dem Weg zu einem Videodreh. Und es kommt so ein Dude rein und ich denke mir so, irgendwas ist ganz komisch. Super unangenehm. Ich habe irgendwie Angst.
Nett wie ich bin, habe ich das nicht mitgeteilt, derjenigen, die mit mir war, sondern ich habe mich einfach verpieselt. Ich bin einfach gegangen. Ich habe einfach gesagt, du, ich muss mal kurz auf Toilette. Und bin halt auf Toilette gegangen und habe mich so ein bisschen eingesperrt quasi, weil ich einfach Angst auf einmal vor diesem Menschen hatte. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach, manchmal bin ich so. Und habe derjenigen dann, die mit mir unterwegs war, auch geschrieben. Ich so, ey, ich brauche kurz 5 Minuten auf Toilette, mir geht's irgendwie nicht so gut. Und dann komme ich wieder raus. Und auf einmal kommt so schwer bewaffnete Polizei rein und zieht diesen Typen aus dem Abteil raus. Und ich war so, what? Und hab mich dann so neben meine Freundin gesetzt und ich war so, ob du es glaubst oder nicht, aber ich bin gerade auf dem Klo geblieben, weil ich irgendwie Angst vor diesem Menschen hatte. Der hat mich irgendwie so komisch angestarrt oder so, irgendwas war. Und sie so, der gerade verhaftet wird? Und ich so, ja. Und es war einfach so ein krasser Zufall. Und es war so unangenehm, weil manchmal passieren halt auch wirklich scary Momente. Mit der Polizei hatte ich tatsächlich auch schon öfter, aber das war natürlich krass, krasser Zufall, dass da irgendwie so mein Sensor richtig angegangen ist. Naja, das waren auf jeden Fall 5 unangenehme Momente im Zug. Mir werden noch weitere passieren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht kennt ihr ja welche davon. Hoffentlich nicht. Und ja.